Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt. Wie ihr seht, Crash Bandicoot 4. Oh, ich bin mal gespannt. Für euch auch. Okay. Ich hatte ja auch mir damals Crash Bandicoot Trilogie geholt. Muss aber dazu sagen, die fand ich nicht so toll. Da habe ich auch keinen angezockt gemacht, glaube ich, oder? Nö. Weil die Steuerung war für den Arsch. Ja, seht ihr, das ist so wie damals. Nur drei Buchstaben. Wenn du stirbst, geht das Spiel immer am letzten Checkpoint weiter. Empfohlen, wenn... Sämtliche Anzahl an Leben, wenn... Musst du den Level neu starten? Nee, modern. So, aber wir wollen erstmal bei der Option Sound und die Musiklautstärke machen wir mal auf 6. Effekte können wir hochlassen. Sprachlautstärke können wir hochlassen. Machen wir mal lieber auf 5. Nee, wir können 6 lassen, denke ich mal. Wir können 6 lassen. Privatsphäre, Konto, Untertitel. An, Textgröße klein, Textil. Oh, wie können Sie ein Textil auswählen? Ja, das sieht cool aus. Das sieht cool aus. Passt ein bisschen mehr zum Spiel. Nö, Hintergrund wollen wir nicht unbedingt. Ich nehme groß. Alles normal. Steuerung wollen wir uns nicht sehen. Gameplay. Modern. An. Okay. Crash Bandicoot Kampf. Jetzt einfach mal nur so. Ich will euch auch nicht zu viel spoilern. Wir wollen nur angucken und nur mal reinkicken. Wisst ihr, was mich das erinnert mit den Scherben, die da so gerade... Ich gucke mal noch, ob hier Beton und so ist, aber sieht eigentlich ganz gut aus. Das erinnert mich verdammt an Ratchet & Clank von dem neuen Portal. Dich dort, wo ich dich haben will. Und jetzt der letzte Schlag. Still, du Dummkopf. Sieh's ein, Entropie. Es wird schief gehen. Wieder. Wenigstens versuchen Uka Uka und ich uns zu befreien. Ich werde mir dein hirnverbranntes Gefasel kein weiteres Jahrzehnt lang anhören. Oder dein Kauen. Mit dem Riss. Das sieht verdammt aus. Guckt euch das an. Das sieht doch ein bisschen aus wie. Tot? Ratchet & Clank. Lass ihn. Er hat ausgedient. It's about time. Eine große Macht ist erwacht. Crash.
Ich fürchte, sie weist auf ein Ereignis hin, das die Realität erschüttert. Ich spüre, wie sie vom Insanity Peak ausgeht. Schnell, wir müssen los! Crash! 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 Ah, so kann ich mit den Druckrufen abrufen. Ah, oh, guck mal, zwei große Schwägen. Ah, oh, ich hab einen Hut auf. Ach, guck mal, alter Crash Bandicoot. Hoppala. Ach, scheiße, ich habe gedacht, ich kann die daneben so. Naja. Crash! Schnell, wir müssen los! Aber er sieht ziemlich jung aus, Crash. Ich hatte jetzt gedacht, dass er ein bisschen älter dargestellt wird. Yeah.
schön. Vorher sind schon Ewigkeiten Kinder, wann es den Jump in One mehr gab. Fragezeichen, was kommen wir hier? Bonus! Fehlen 80% noch. 60%, 40%. Ich darf halt keine Leben verlieren. Verbogen, was ist verbogen? Achso, da kriege ich einen Hühnchenskin, wenn ich alles habe. Okay. Also die Steuerung ist auf jeden Fall schon mal sehr angenehm. Besser als bei der Trilogie. Thank you.
Erstmal sind da schon halt Äpfel versaut, weil ich zu früh abgesprungen bin. Gar So, ich hätte das. Können wir da nochmal hin? Nee. Schade. Wollt ihr mich verarschen? Ja, jetzt aber. Jetzt, scheißegal, die Kisten kann man später immer noch machen. Leck mich doch am Arsch. Also das wird, wenn du nach vorne rennst, das habe ich früher schon gehasst. Das hasse ich immer noch. Yeah.
72. Ja, fehlen immer noch welche. Und wir jetzt? Wir kriegen eine Trophäe. Ja, klar. 3 Diamanten, okay. Oh. 6 von 6 habe, dann auch da hinten verborgenen Heiko gefunden. Achso, das ist der, der versteckt ist im Level, okay. Ich muss alle Kisten einsammeln. Okay. Maximal 3. Also ich darf nur 3-mal sterben, oder was? Ja. Ich bin öfters gestorben. Shit, sonst hätte ich 5 abgeschlossen. Das ist eigentlich auch nicht mal so schlecht bei dem Level. Könnte man das machen, dann könnte ich Einhorn freischalten. Also so von der Steuerung, von der Optik finde ich das schon ganz cool. Aber wie gesagt, diese Parts, wo man nach vorne wegläuft, die finde ich, die fand ich damals beim Alten schon gehasst. Lani, Loli? Wenn die Quantummasken zurück sind, dann... Hey, Akku, wie... Ist das ein Quantumspalt? Es ist wohl eine Tür zwischen Dimensionen. Ja, ja, und sie sollte geschlossen sein. Wir müssen durchgehen, meine Geschwister finden und sie schließen, bevor irgendein Hauk mit dem großen bösen Plan und noch größeren Ego was total Dämliches anstellt. Uka Uka hat uns ahnungslos eine tolle Zukunft beschert. Wenn mein Spaltgenerator fertig ist, werden wir bald die Macht über Zeit und Raum in der Hand haben. Engine Embryo, ihr habt ein paar Projekte, von denen ihr erzählen wollt. Meister, mein mechanisches Wunder hypnotisiert eine Armee für dich. Und mein Trank macht mich, sie, unaufhaltsam. Fein, schön, viel Spaß mit euren Strahlenkanonen und so. Jetzt beeilt euch. Meinen Berechnungen zufolge handeln unsere Feinde bereits gegen uns. Und wir werden siegen. Das ist super gemacht. Also ist schön gemacht. Gefällt mir. Vor allem endlich eine gute Steuerung. Wir kommen gerade in den ganzen Level spielen. Ah, okay. Also wie damals mit den Karten. Schon mal eine Landkarte, so wie damals. Ach so, hier unten haben wir angefangen. Ach so, ja, Strand, stimmt. Das war Level 1. Wir können jetzt hier oben. Da haben wir einen versteckten Diamanten noch nicht gefunden. So. Hier haben wir. Wir sind eigentlich ganz gut dabei, würde ich sagen. Aber wir können auch zwischen B und B ziehen. Ich würde jetzt... Ach, wie scheiße, ja, wir machen nochmal Level. 6 Diamanten, wir kriegen den... Achso, den... Meister, den Level um... Ein Level machen wir noch, würde ich sagen. Eins machen wir noch im Angezockt jetzt. Mal gucken, wie es jetzt außerhalb unserer Insel ist. Die ganzen Aufmachungen, auch mit den Dimensionen, das ist, ich weiß nicht, ob das jetzt Zufall ist, dass Ratchet & Clank auch so mit Dimensionen hat. Oder ob die vielleicht zusammen auf was hinarbeiten. Könntet ihr auch sein, dass Ratchet & Clank und Crash Bandicoot sich in dem neuen Spiel mal treffen oder so. Korrekt. Mein Bruder Arcano muss hier irgendwo sein. Willkommen zur Show, Birma. Sucht ihr eure teure Maske? Schaut an, der vorgenannte Honk. Keine Sorge, wir kämpfen öfter gegeneinander und er verliert immer. Das ist bei uns Tradition. Nicht dieses Mal.
Ihr kriegt einen Backstage-Pass. Mit dem dürft ihr meine Masten-Percussion-Waffe kennenlernen. Es wird abgerockt. Oh, was denn nun? Jetzt zwei oder... Ah, okay. Mist, wie kriegen die kaputt denn? Shit. Außersehen. Knopf gedrückt. Okay. Ach, Mist. Oh, shit. Mist. Oh. Ach so, da stelle ich ja auch, wenn ich drauf war. Ah, fuck. Fuck, ich hab vergessen, an der Stelle springt er zweimal. Ach, Mann! Ah.
Ah, shit. Mist. Wieder von vorne. Ach, Scheiße! Wie soll ich denn das machen? Ach, shit. Oh, verdammte Dreckscheiße, hab ich da gar nicht gesehen hier, ey. Ach, nein, oh Mann! Ach, Mann!
Ah, nee, darüber. Mist. Oh Gott. Können die das nicht vorher mal erklären, dass man... Bevor man da überhaupt in die Nähe kommt, denk dran, du kannst halt auch noch dieses oder jenes machen. Wenn du da schnell reagieren musst, ist das kacke. Oh fuck, Mensch, ich hab doch gedrückt, du dumme Sau! Ja, leck mich doch am Arsch, ey. Mensch, ich hab doch... Ach Mensch, ich... Mann, wieso geht's nicht? Weil es nicht über... Wenn man diese verfickte Steuerkreuz drücken muss. Mit dem Analogstick und da hat er Probleme, da will er nicht. So, also machen wir jetzt mit dem Steuerkreuz. Oh, wieder eine vergessen, ganz toll. Ich habe doch... Wollt ihr mich verarschen? Ach! Alter, jetzt bin ich zu bescheuert, hintereinander zu springen, oder was? Du würdest mich doch verarschen. Unten. Hoch. Nicht rüber. Rüber, runter, hoch. Rüber. Runter. Ach, Mist. Hoch. Runter, hoch. Ist doch bescheuert, ey. Wie soll ich nicht so schnell kriegen, die ganze Kacke? Ich bin ein alter Mann. Meine Reaktionszeit ist ohne mehr die beste. Oh, leck mich doch echt jetzt.
Ach, Mist. Ich hätte da... Na, oh, leck mich doch am Arsch, ey. Willst du mich... Na! Oh. Nee, ich bin wieder hoch. Scheißegal, kann man immer noch später machen. Das Licht soll seinen qualmenden Krater zurück. Och, Mann. Also geht da auch eigentlich weiter? Nee. Das war der richtige Weg, oder was? Hm. Keine Ahnung. Oh nein. Okay, den kriegen wir nicht. Okay, sehr gut, Mosi. Oh, ich bin zu alt für den Scheiß, ey. Alter, was ist denn das für eine Scheiße? Nein, ist doch nicht. Wir gehen einfach hier mal schnell wieder rein. Nein, ich bin doch, ich war doch, ich kann doch. Oh Mann. Irgendwann ist man nur noch genervt von dem Level. Damals die Controller geflogen sind, das kannst du mit dem neuen nicht mehr machen, die sind teuer. Und jetzt warten wir ab. Einmal und dann nochmal. Zack. Und ich bin doch... Mann, ich glaube,
ich habe aus Versehen einen Doppelsprung gemacht. Ach Mann, ich war doch schon drüben. Ich hab aus Versehen R2 gedrückt. Den versteckten Diamanten gefunden. Wir machen weiter. Also das habe ich ja richtig mieser beschlossen. Dimensionskarte, ja, die Dimensionen und naja, von welcher denn klingt. Und Diamanten, hier habe ich nur zwei. Okay. Oh, der Wecker klingelt. Wir müssen gleich zum Kindergarten. Der sieht ganz cool aus. Also der gefällt mir, oder? Der, also der hat was mit dem Roboter und so. Aber ich finde den hier so zockermäßig, finde ich irgendwie ein Stück cooler. Wir lassen mal den. Mit Activision-Konto angemeldet. Freigeschaltet. Profi-Zocker. Zocker. Aber womit habe ich denn die jetzt hier freigeschaltet? Einfach nur freigeschaltet. Und die? Digitaler Download. Okay. Gut. Dann würde ich jetzt hier auch das erstmal beenden. Wir gehen mal hier nochmal Menü. Levelstatistik. 35. 9 von 200 Norddiamanten. Ja. Weitergeben. In alten Zeiten 2 bis 4 Spieler wechseln sich ab, um Level gemeinsam zu. Oh, geil. Oh, ist das geil. Nicht Controller einfach so hingeben, weitergeben und dann kannst du. Oh Gott. Gleich spielt. Oh Gott, ist das geil. Endlich. Kann man auch mit Freunden wieder so wie früher einfach hier anstatt. Hier nochmal Controller. Spielt dann halt einfach Player 2. Mit seinem Profil. Notiz
Spiegelbild schon. So, wir machen mal Crash Bandicoot Kampf. Zwei Spieler. Zeit. So, ich bräuchte dann noch einen zweiten Controller, denke ich mal. Der ist denn... Achso, das ist der falsche. Ich habe jetzt mal zwei Controller eingeschalten. Level wechseln. Spielregeln. Zeit. Wir starten. Oh Gott. Ey, bitte nicht. Bitte nicht schon wieder so ein Rutschding, ey. Oh, leck mich am Arsch. Ausfall X drücken. Achso, das ist der gleiche Controller. Oh nein! Das geht nicht. Ich habe jetzt nicht gedacht. Dass es da hinten irgendwie einen Gang gibt oder so, dass ich da vielleicht einen Diamanten finde. Mann.
Na, steht er. Oh, ich wollte doch nur hochspringen und nicht Platscher machen. So, kann ich halt schnell abkürzen. Wer mit der 1 durchkommt. Muss ja nicht mit denen durchkommen. Reicht, wenn ich mit ihm durchkomme. Ich will jetzt gucken, ob es da eine Trophäe gibt. Aber da ist jetzt kein Ding dran. Oh fuck. Oh, leck mich doch am Arsch. Ich bin doch einfach nur hochgesprungen. Kann doch nicht sein, dass die scheiß Nitro-Kisten so empfindlich sind. Wie ich das hasse. Wie ich das hasse jetzt schon wieder. Wie ich das hasse. Mann, ich war doch kurz davor. Ah, gut. So, aber jetzt haben wir gleich weiter. Ich hab das im Urin. Ah, nee, ich muss da ran. So, runter. Oh. Rüber. Rüber. Runter. Oh. Rüber. Runter. Dahin.
Dahin, dahin, runter. Hoch, runter, hoch, runter, hoch und rüber und geschafft. So, machen wir hier nochmal weg. Nein! Okay. Ach, hier ist eine Kiste versteckt gewesen. Okay, also nicht nur Diamanten sind versteckt, sondern auch Kisten. Ganz toll. Ladies first. Okay, also zu Fuß. Also da gibt es auch eine Trophäe, okay. Also zwei habe ich jetzt gekriegt. So. Dann würde ich jetzt hier aber auch einen Cut machen. Ja, was soll ich sagen? Ich find's geil. Ich find's geil. Eigentlich Ratchet und... Quatsch. Ich bin so die ganze Zeit verwirrt. Eigentlich ein Crash Bandicoot, wo die Steuerung wieder vernünftig ist. Weil die anderen, die waren zwar cool, also die Trilogie, die sie rausgebracht haben, aber die Steuerung war echt für'n Arsch. Muss man wirklich sagen. Die haben einfach ein und dieselbe Steuerung über alle drei Spiele drüber gepackt und fertig ist. Die Steuerung war wirklich für'n Arsch. Hier ist eine schöne direkte Steuerung. Grafik sieht auch geil aus. Ist ein neues Spiel. Also das andere waren ja praktisch Teil 1, 2, 3 von den alten Konsolen her. Also Sound ist auch okay. Ich hoffe für euch ist die Grafik und der Sound auch okay jetzt im Stream. In der Aufnahme. Also bei mir sieht alles okay aus. Ich hoffe, das kommt auch so gut rüber, wie es ist. HDR haben wir nicht, aber in 4K wird ausgegeben. Ich kann jetzt, also weil ja mal viele das nicht glauben, ich kann ja jetzt hier leider mir nicht anzeigen lassen, wie viel gerade bei dem Spiel hier wiedergegeben werden, aber mir zeigt er an, der Monitor wird mit 4K 60 FPS angesteuert. Also ich kann leider hier nicht gucken, wie viel hier wirklich ankommen. Das geht leider nicht. Weil in meinem Aufnahmeprogramm sagt er auch 60 FPS. Okay. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder oder im Stream. Guckt gerne mal bei Twitch vorbei. Odin_Hase. Link in der Videobeschreibung. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ahoi. Sagt euer Odin.